ich meine, Flair macht gute Musik, weißt du? Ich kann den jetzt auch nicht haten, auch wenn der letztens wieder gegen mich gestichelt hat. Ich habe danach auch mit dem telefoniert. Das wäre genau, als wenn ich sagen würde, Shindy kann nicht rappen. Das ist ja Quatsch. Shindy kann rappen, sonst wäre damals gar nicht mein Newcomer gewesen. Und wie kann es denn sein, dass ich German Dream zum Einstürzen bringe? Bin ich jetzt für ganz German Dream verantwortlich oder was? Das ist so Medizin. Ja. Verstehst du? Du kannst doch nicht einfach Medizin, Alter, in deine Sprite reinmischen. Bloß weil es irgendwelche Amerikaner machen und dazu so tanzen. Bei denen sieht das ja cool aus. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen auf Hip-Hop.de. Mein Name ist Erich, an meiner Seite sitzt K1. Und wie geht's dir? Mir geht's super. Heute ist Release Day, der Junge von damals ist rausgekommen. Und ja, ich habe sehr, sehr lange an diesem Album gearbeitet und deswegen freut es mich natürlich umso mehr, die Reaktionen meiner Fans und Supporter zu sehen. Und ja, wir haben lange kein Interview mehr gemacht, also generell mit Hip-Hop-Medien. Und jetzt ist wieder Zeit. Wir sind ja nicht ohne Grund. Wir feiern heute deine Release-Party im Go-Park in Herford. Bist du aufgeregt oder ist das jetzt alles für dich Routine und klassischer Club-Gig? Also ich bin gar nicht aufgeregt jetzt wegen heute Abend. Ich bin eher aufgeregt, weil wir so eine riesen Gästeliste haben und tausende Kumpels kommen und ich immer hoffe, dass das glatt über die Bühne läuft, weil sonst mein Handy immer heiß klingelt und dann ist kein Empfang im Club. Aber so alles easy. Unterscheidet sich das Album, das du jetzt veröffentlicht hast, von den Alben davor? Vom Gefühl her irgendwie? Ja, definitiv. Aber ich würde mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, ey Erich, pass auf, das ist mein bestes Album, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe und die Leute, die müssen das sehen und schätzen, weil das ist wirklich das Beste und das muss man kaufen. Na, ich finde, das muss man immer den Hörern überlassen, was das Beste ist und was das Coolste für die so ist. Ich kann für mich sagen, das ist das Album, wo ich am meisten Herzblut reingesteckt habe und das Album, wo ich auch am wenigsten Druck hatte beim Recorden, weil eigentlich wollte ich gar kein Album mehr machen so. Irgendwann habe ich mir gedacht, komm, da hat mich wieder dieser Hip-Hop-Film gepackt und dann bin ich ins Studio gegangen, habe wieder angefangen, wie ein Verrückter zu freestylen. Und dann dachte ich mir, komm, ich mache mal wieder ein paar Tracks. Ja, und aus einem Song sind dann irgendwie 12 geworden. Und dann dachte ich mir, Alter, ich habe 12 Songs am Start. Eigentlich sind die zu krass, um sie den Leuten sofort zu enthalten. Dann habe ich Embassy angerufen, ey, komm, lass mal hier eine Platte raushauen. Und so ist das dann gekommen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, die besten Songs kommen meiner Meinung nach zustande, wenn man keinen Druck hat. Wenn man kein Label jetzt hat, das dir sagt, ey, du musst jetzt ein Album fertig machen und du hast jetzt genau noch 3-4 Monate, um alles fertig zu machen. Sondern wenn du einfach ins Studio gehst, auch Lust hast, Songs zu machen, dann wird es immer so am krassesten. Also das ist meine Meinung. Und ja, dieses Album ist sehr autobiografisch. Also gerade auch die Songs, die persönlicher sind. Ich rede jetzt nicht von diesen Hardcore-asozialen Songs, sondern ich rede nur von den Songs, die jetzt persönlich sind, wie der Junge von damals, das Öl wurde zu Blut. Das ist ja meine persönliche Meinung über die momentane Krise. Sehr sozialkritischer Song. Klar, man ist von K1 auch nicht gewohnt, dass er mal einen politischen Song raushaut und seine Meinung einfach preisgibt über die Sachen, die hier gerade auf der Welt und auch in Deutschland passieren. Aber ich finde halt, das Thema war so krass heiß am Überkochen und deswegen ist es auch nicht mehr so an meiner Musik vorbeigegangen. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, komm, mach das mal. Und auch die Liebessongs oder anderen deepen Songs, die sind alle sehr autobiografisch geworden. Deshalb dann auch der Titel Der Junge von damals so, weil ich einfach so zeigen wollte, okay, im Endeffekt habe ich immer noch diese Denkweise von damals, also gerade was heute das alltägliche Leben so betrifft. Ich bin wieder viel ruhiger geworden, viel gelassener geworden und beschäftige mich auch viel mit der Vergangenheit. Mhm. Ich bin jetzt kein Emo, der in der Vergangenheit lebt und so voll sich irgendwie einweisen lässt. Ja, ich mache mir schon sehr viele Gedanken so über die Gegenwart und über Vergangenheit. Du hast mir jetzt extrem viele Themen vorweggenommen, auf die werden wir auch nochmal einzeln kommen. Lass uns erstmal nochmal kurz bei deinem Album bleiben. So, wie bist du an die neuen Songs rangegangen? Was war dir da wichtig? Also du hast gesagt, du hast wieder sehr viel Spaß gehabt, du hattest keinen Druck. Was war dir wichtig? Was war wichtig rüberzubringen? Also das Wichtigste heutzutage ist einfach, dass man Spaß an der Musik hat. Dass es wirklich Leidenschaft ist, die man im Studio auslebt und sich von keinem unter Druck setzen lässt. Und das war mir einfach so das Wichtigste. Und ich hatte keinen Druck. Ich bin einfach ins Studio gegangen, habe angefangen, Songs zu machen. Aber ich habe, wie gesagt, auch sehr persönliche Sachen diesmal behandeln wollen. So. Wie wichtig war dein musikalisches Umfeld mit Gorex zum Beispiel dabei? Ja, das war schon sehr wichtig. Das war schon sehr wichtig, auf jeden Fall. Gerade bei Jung genug, um drauf zu scheißen, haben uns so ganz neu kennengelernt und wir waren nicht so krass eingearbeitet, wie wir es jetzt sind. Jetzt wusste halt gleich jeder, was er machen sollte. Er hat einen Beat gebaut und wusste halt genau, okay, der trifft zu 90% Case Geschmack. So, ich habe einfach geschrieben, war nicht mal die Rede vom Aufnehmen, wir haben einfach wirklich nur so gejammt im Studio und rausgekommen sind einfach, ich glaube, 30 Songs. Und
ich konnte halt keine 30 Songs aufs Album packen. Die Plattenform meint, okay, das ist halt viel zu viel. Und dann musste ich halt irgendwie einen Kompromiss finden, auch 23 Songs. Aber ich finde, gerade wenn jemand sich ein Album kauft, und gerade auch in der Box für 40 Euro, dann sollte man nicht irgendwie so unverschämt sein und da 14 Songs bloß reinhauen mit zwei Skits. Man muss den Leuten auch so zeigen, pass mal auf, also ich supportet mich, aber ich habe auch an sehr krasser Musik gearbeitet und die will ich euch geben. Mhm. Also nicht. Wobei, da gibt es ja öffentlich auch immer die Diskussion, wie lang darf ein Album sein. Und wenn man so schaut, die Klassiker, so wie Nas, Illmatic und so weiter, die hatten nie viele Songs. Und da scheiden sich ja so die Geister. Die einen sagen so, man muss den Fans viel bieten. Die anderen sagen lieber 10, 11 geile Songs und die ballern, weißt du? Und, ja, ich weiß, guck mal, die meisten Rapper sagen, guck mal, ganz ehrlich, bevor ich jetzt 20 Songs mache, die halt irgendwie mittelmäßig sind, gebe ich euch 14, die richtige Brecher sind. Aber das ist für mich einfach so eine Ausrede. Meinst du? Mach doch einfach 20 Songs, die Brecher sind. So, mach doch 30 Songs und such davon 20 raus, die Brecher sind. Dann kommst du doch wieder auf die 20 Brecher-Songs. So, hast du 20 Banger am Start? Das ist für mich Ausreden, sag ich dir ganz ehrlich. Weil am Ende vom Tag ist das doch unsere Leidenschaft. Wir haben doch alle unser Hobby zum Beruf gemacht. So, dann können wir doch den Leuten nicht einfach nur 14 Songs geben und dann in eine Box reinstecken mit zwei Bonus-Songs und sagen, okay, Leute, pass auf, er gibt mir jetzt dafür 40, 50 Euro. So. Ich meine, ich persönlich würde mir das nicht kaufen, wenn irgendjemand jetzt mit so wenigen Songs kommt. Da gibt es Ausnahmen, alte NWA-Alben, die habe ich mir auch geholt, wo wenig Songs drauf waren. Aber wie gesagt, das war der Junge von damals. Damals haben ja auch die ganzen, also die CDs waren ja nur so klein, du konntest ja gar nicht viel draufpacken, weißt du? Ja. Musstest du ja auch sparen. Was war denn das Letzte, was du damals gekauft hast? Also was du jetzt gekauft hast? Was war das letzte Album? Boah, das ist echt eine gute Frage, warte mal. Das letzte Album, was ich mir gekauft habe, ich glaube, das war echt Farid Bang Blut. Ja, das habe ich mir angehört. Feierst du Farid, seine Musik? Ja klar, ich meine, wir haben ja auch Songs schon zusammen, weißt du? Wir haben auch Songs, die noch nicht rausgekommen sind, die haben immer noch rumliegen, aber klar. Banger-Musik und so und deine Connection zu Banger-Musik ist auf jeden Fall ein heißes Thema, so, das werden wir dann später in den Fanfragen klären. Bis dahin reden wir noch ein bisschen über dein neues Album. Und zwar, ich habe mir auch schon aufgeschrieben, dass du dass ich beim Hören das Gefühl hatte, dass du sehr viele autobiografische Geschichten aufdeckst oder beziehungsweise erzählst. Mhm. Zum Beispiel die Story of One Day. Ist die echt? Ist eine echte Story, ja, aber ich wollte extra den Namen rauslassen, gerade auch wegen Family und allem. Also es ist wirklich ein sehr persönlicher Song. Ich habe ihn noch extra so geschrieben, dass ich mich mit dem Song halt, wie gesagt, identifizieren kann, aber auch jeder andere, der eine Person verloren hat, die ihm wirklich sehr nah war. Und ich finde das auch immer wichtig, weil wenn es jetzt zu persönlich gewesen wäre, dass jetzt bloß ich die ganze Zeit den Namen hier von der Person gesagt hätte, dann könnte kein anderer den Song jetzt auch mehr auf sich beziehen. Welche Songs sind dir denn selbst wichtig auf dem Album? Mir sind alle Songs wichtig. Also von den autobiografischen Geschichten, wo du sagst... Ja? Alle. Ich meine, der Junge von damals behandelt sehr krass so meine Kindheit und meine Jugendzeit. Ich meine, so einen Song habe ich auch noch nie gemacht. Irgendwann mit Michelle, so klar, weiß man, um wen es geht. Um eine Ex-Freundin. Aber ich bin halt viel, viel persönlicher geworden als auf anderen Alben. Und das war mir halt auch sehr wichtig. Gibt es denn Herr Reichert wirklich? Ja, den gibt es wirklich, ja. Und heißt der auch wirklich so? Der heißt ähnlich. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, aber ich habe... Er heißt Meyert oder so. Nee, ist auch mit R was. Aber ich habe richtig krass Paranoia, dass irgendwie jeden Tag so ein Brief jetzt reinkommt. Ich habe mich nämlich auch das Gleiche gefragt. Nee, ich habe den Namen eigentlich schon wirklich gut umgeändert. So, ich meine, ist auch eine ältere Story, aber ich habe die Story noch nie behandelt und ich dachte mir, komm... Eigentlich hat er das verdient, dass ich das mal wirklich auspacke. Ich meine, normalerweise macht man das ja so, dass man irgendwelche Diss-Tracks irgendwie aufs Album haut über andere Rapper, um seine Platte irgendwie zu promoten. So, ich meine, ich habe ja wirklich null Promo davon. Das ist ja wirklich einfach für mich wieder so, boah, ich wichse mir jetzt darauf ein, dass der alte Mann sich jetzt aufregt, weil er damals gesagt hat, dass ich irgendwie nicht gut genug für seine Tochter war. Tja, das ist das Echo. Kommt irgendwie 10 Jahre später, aber ist doch egal. Meinst du, er wird sich wiedererkennen? Ja, definitiv. Vor allem, ich habe wirklich speziell Sachen gesagt, die wirklich nur ihn betreffen. Ja. Also ich muss dir auf jeden Fall Props geben für den Song Dagobert Duck. Das ist mein Lieblingssong, ja. Ehrlich? Das ist genau der Kay, den ich so am meisten feiere. Ich erzähle dir jetzt mal die behindertste Story der Welt. Das ist so unfassbar wieder. Ich war bei Gorix im Studio und wir wollten gar nicht recorden. Also so wie jeden Tag. Also eigentlich bin ich wirklich nur am Freestylen und am Schreiben und wenn ich halt denke, okay, so 5, 6 Lines sind gut, dann schreibe ich weiter, dann wird es ein Song. Aber wir waren wirklich nur so auf Chill-Modus und ist ja wirklich auch privat einer meiner besten Freunde. Heißt nicht, dass ich jetzt ja jedes Mal hingehen muss, um aufzunehmen, sondern wir chillen manchmal einfach nur. Und dann hat er gesagt, ey, hast du Bock, einen Song zu machen? Ich so, nee, Alter, gar nicht. Ich lass mal was trinken.
Ja, okay. Sind wir in die Tankstelle gefahren, haben Jägermeister geholt, Wodka geholt, alles Mögliche geholt. Ja, und dann bin ich auf jeden Fall am nächsten Morgen aufgewacht bei einem Kumpel. Ich hatte einen kompletten Filmriss. Ich wusste einfach gar nichts mehr. Wirklich, kein Spaß, ich wusste gar nichts mehr. Kannst du gerne mal den Gorex fragen. Und dann rufe ich ihn an und sage ich zu ihm, ey, Digga, wo ist mein Auto? Dann sagt er so, ey, der Maiko hat dich nach Hause gefahren. Ich so, was habe ich denn gestern gemacht? Ist irgendwas passiert? Und er sagt, okay, ist dein Ernst, Alter? Du hast einen Song aufgenommen. Ich so, laber keinen Scheiß. Der sagt, Alter, du standst so krass besoffen am Mikrofon. Du hast dich mit einer Hand so an so einer Theke festgehalten. Und mit der anderen Hand hast du einen Drink in der Hand. Und hast den halben Text einfach reingefreestylt. So, du hast immer so ein paar Notizen bloß auf deinem iPhone gehabt. Aber ey, wir haben uns wirklich so krass irgendwie gefragt, wie du das hinbekommen hast. Und ich so, ja, okay, aber wahrscheinlich dann so ein richtiger Müllsong. Der so, nein, Digga, richtig swag, brutal, Alter. Ich so, laber doch keinen Scheiß. Vielleicht ist genau das, ich meine, wer hat das gesagt? Der Name fällt mir gar nicht ein. Was war die erste Line? Sorry, wenn ich hier reingrätsche. In der linken Hand mein Glas und in der rechten Hand mein Schwanz. Aber genau sowas. Ja, so viel Geld in meiner Hand. So viel also Geld. Vielleicht war es wirklich so. Das ist richtig verrückt. Ja. Alchemist hat gesagt, dass er die besten Beats irgendwie auf Drogen gemacht hat mit Heroin oder dieses Ayahuasca und so. Ja, gut, das will ich jetzt aber nicht befürworten. vielleicht ist Songs auf Heroin, Alter, sag mal. Man baut halt Beats so, weißt du, aber hätte ja sein können, dass sich das vielleicht so triggert. Und Andere haben das echt, also es gibt, ich meine, ich glaube fast ganz Amerika ist bloß irgendwie produktiv, wenn die irgendwie Gras am Rauchen sind. Also die meisten Amis, mit denen ich im Studio war, die können wirklich normal nicht arbeiten. Die brauchen da davor, brauchen die was zu rauchen und brauchen was zu trinken, brauchen irgendwie Frauen für die Atmosphäre und dann fangen die erst an zu schreiben. Das ist krass. Als ich mir dein Snippet reingezogen habe, ist mir auch wegen eurer Performance aufgefallen, dass du eigentlich so zwei musikalische Gesichter hast. Beziehungsweise drei, müsste man eigentlich sagen. So, zum einen hast du immer diese härteren Representer-Tracks, so wie Dagobert Duck, das ich ja sehr feier, oder auch Puff Puff Pass, das Intro. Auf der anderen Seite hast du eher so diese Liebeslieder, die auch so in Richtung Radio vielleicht schielen. Und jetzt ist mir auch noch eingefallen, so die dritte Schiene, sowas wie Belief, auch nochmal diese wie sagt man, hausgeschwängert, so ein bisschen kommerzieller. Pop angehaucht. Genau. Genau, was war denn dein roter Faden auf dem Album? Gar keiner. Ich mach die Musik, auf die ich gerade Bock hab. Und wenn ich irgendwie gerade Bock hab auf so einen kommerziellen Song wie Keep Calm oder Belief, dann mach ich das einfach, weil ich halt gerade im Moment im Studio einfach Lust auf so einen Song hab. Aber ich finde, was ist ein Rapper denn? Ein Rapper ist einer, der alle Facetten bedienen kann. So, ich finde das zu monoton, wenn man jetzt irgendwie nur auf Trap-Beats rappt und darüber rappt, dass man das beste Flex am Start hat und ein AMG geknackt hat. So, wenn ich jetzt ein ganzes Album voll mit solchen Songs mache, dann denken die Leute auch, ich bin geistig behindert. So, deswegen ist meine Meinung halt, ein Rapper muss facettenreich sein. Bestes Beispiel dafür, ohne mich jetzt mit ihm zu vergleichen, ist Eminem. So, Eminem kann alles. Und wie gesagt, ich finde, das macht einen Rapper aus, dass er alles kann. Weil ich kann doch jetzt nicht irgendwie mit der gleichen Stimmlage auf jeden Song rappen. Ich kann jetzt nicht ankommen mit einem Liebeslied und dann so voll rumschreien und rumflohen. Weißt du? Baby, du bist die Beste, ich komme in den Körper. Nein. Ja. Hört sich das Mädchen das an und denkt, okay, gut, dass ich mich von dem getrennt habe, der nimmt Drogen. So, und wie gesagt, da musst du einfach gucken, dass du wirklich so jedes Genre irgendwie versuchst auszufüllen. Mhm. Wenn ich da so ein bisschen persönliche Kritik mit einfließen lassen darf, gerne. Ist das zum Beispiel auch ein Grund, also gerne, diese... Zigarette, ja, gerne, erzähl, schieß los. Ist das für mich zum Beispiel ein Grund, warum ich das Album nicht am Stück durchhören kann? Weil dieser Wechsel, weißt du, von schnell zu langsam, ja. Ist für mich zu hart. Kannst du diese Kritik nachvollziehen? Nee, gar nicht. Also siehst du auch gar nicht so, verstehst du nicht? Nö. Also ich meine, guck mal, Animus hat das zum Beispiel das Problem damals gelöst, der hat einmal Purpur gemacht, also das war ein Album mit soften Songs, der hat dann nach Beast Mode gemacht, wo es nur krasse Songs gibt. So, kannst du dir so ein Konzept auch vorstellen? Nee. Also du machst wirklich einfach aus Spaß Songs und dir ist es wichtig, vielseitig zu sein. Guck mal, am Ende vom Tag, ja, mache ich ja nicht Musik für meine Fans oder für meine Supporter. So, ich mache die Musik ja für mich. Aber es freut mich natürlich umso mehr, so wenn die das feiern, weil das zeigt ja, dass sie praktisch meinen Geschmack feiern. So, ich gehe auf die Bühne für meine Fans und spiele Konzerte und alles, verstehe mich nicht falsch, aber ich gehe jetzt nicht ins Studio und denke kommerziell und sage jetzt, okay, pass auf, ich mache jetzt
ich probiere jetzt einen kommerziellen Hit zu landen, okay, mit irgendeinem englischen Hook, damit es ganz viele Teenies kaufen. Nein, ich mache die Musik, die ich selber fühle, und das ist natürlich ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt, wenn meine Fans und Supporter das feiern. So, aber ich verbieg mich nicht. Und wenn ich Bock habe, so einen poppigen Song zu machen wie Believe, so, dann mache ich das einfach, weil ich das einfach feiere. Und wenn ich dann wieder einfach mir die Rap-Szene anschaue und mir denke, okay, irgendwie rappen die meisten gerade bloß Trap und das auch nicht mal so besonders gut, dann denke ich mir, okay, dann mache ich jetzt mal einen Trap-Song auf meine Art und Weise. Oder ich mache einen Hardcore-Battle-Rap-Song, weil ich eben gerade Lust drauf habe. Aber ich verbiege mich für niemanden und vor allem mache ich nicht das, was meine Plattenfirma will. Ich mache das, was ich will und auf das, was ich Bock habe, denn ich bin Künstler und ich entfalte mich mit meiner Lyrik und... wie gesagt, es freut mich natürlich hardcore, wenn ich immer Kommentare lese von meinen Fans, die sagen, okay, hin und her, das neue Album, jetzt gerade, ich habe super Reaktionen bekommen. Ich habe mir heute den ganzen Tag wirklich jedes Kommentar fast durchgelesen. Und das freut mich hardcore. So, aber in erster Linie mache ich Musik, damit sie mir gefällt, weil wenn ich selber pumpen kann, so, dann feiern meine Fans das auch. Und meine Fans, so, das ist ja wie eine Familie. Ich meine, wenn du auf einen Auftritt von mir kommst, siehst du das. So, das ist Movement. Ich glaube, das ist auch das, was dich so erfolgreich macht, eben, dass du dich nicht verbiegst oder auf Teufel komm raus irgendwie versuchst, einen Trend hinterher zu jagen. Dass du halt einfach genau weißt, was du willst und eben für dich Musik machst. Ich mache das wirklich für mich. Mir macht das Spaß. Ich meine, wenn ich freestyle, freestyle ich ja nicht für die Leute, die im Raum sind, sondern ich freestyle mich. Ich freestyle für mich. Einfach so, um mir wieder zu zeigen, ey, pass auf, du bist nicht eingerostet und du haust immer noch die Punchlines raus. So, das ist einfach mein Film. Mhm. In welcher persönlichen Verfassung warst du, als du Öl wurde zu Blut geschrieben hast? Weil der Song hat mich wirklich überrascht. Du sprichst ja irgendwie Religion an, falsche Werte, Terrorismus und so und regst so zum Denken an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte eigentlich niemals einen politischen Song machen. Sag ich dir ganz ehrlich. Weil für mich ist einfach Musik einfach so ein Kanal, wo ich immer positive Energie rauslassen will. Ich will die Leute animieren, gut drauf zu sein, an ihre Träume zu glauben. Manchmal will ich mich selber auch dazu animieren, Party zu machen. Ich will einfach einen Soundtrack haben für meine Party. Klar, ich mache einen Liebessong, verarbeite irgendeine Ex-Beziehung, wie jeder andere Rapper auch. Ich meine, Bushido hat auch Schmetterling gemacht. Was soll der Next hat auch 1000 Liebeslieder gemacht. Sieh du auch. So, das ist jetzt nicht verwerflich. Und bei Das Öl wurde zu Blut war es einfach so, dass ich halt, gerade weil sich die Situation in Deutschland einfach nicht bessert und es wirklich am Überlaufen ist, das Fass, siehst du dieses Thema auch auf jeder Seite irgendwie im Internet. So, und das ist auch ein Thema, was jetzt nicht an der Mucke vorbeigeht. So, ich meine, es gibt ja auch andere Leute, die das behandelt haben. Bloß, ich habe sehr viele E-Mails bekommen von Fans, die gemeint haben, ey Kay, warum machst du nicht mal einen sozialkritischen Song? Warum machst du nicht einen Song über das, was gerade auf der Welt passiert? So, warum gehst du da einfach blind durch die Welt und tust, als würdest du das nicht sehen? So, und es ist aber nicht so, dass ich das nicht sehe, sondern ich finde halt einfach so Songs so über Politik. Ich weiß nicht, das war einfach nicht so meins immer. Und es ist ja auch sehr schwer, sowas cool zu machen, weißt du? Ich will es gar nicht cool machen. Ich will es einfach so machen, wie ich denke. So, mir war es wirklich scheißegal, wie die Leute den Song jetzt annehmen, weil ich wusste, das ist meine persönliche Meinung und die kommt vom Herzen. Und wie gesagt, das war mir am Ende vom Tag einfach sehr wichtig. Und ich meine, ich habe bei dem Song jetzt keinen richtig angegriffen, außer ein paar Politiker, aber selbst da habe ich ja keine Namen genannt. Aber das war meine Meinung. Verstehst du? Gerade mit Religionshetze heutzutage. Deswegen Lines, die mir sehr, sehr wichtig waren, war zum Beispiel, lasst jeden beten, wie er will und mag, es gibt nur einen Gott. So, diese ganze Hetze einfach, dass man das mal wirklich aus der Welt schafft und Leute töten für den Glauben, doch der Glaube steht für Frieden. Ja, die so. Line ist mir auch hingeliehen, die war sehr gut, ja. Weißt du, das waren Sachen, die lagen mir so am Herzen. So, dieser ganze Islamhass und was weiß ich, weißt du, ich meine, Terror hat nichts mit Islam zu tun, ganz einfach. Würdest du selbst sagen, dass du religiös bist? Ich bin religiös, ja. Ich bin religiös, definitiv. Aber wie gesagt, bei dem Song ging es mir jetzt auch nicht jetzt nur um Religion. Mir ging es einfach darum, einfach den Leuten so zu sagen, ey, uns geht's eigentlich ganz gut hier in Deutschland. Also es gibt Leute auf der Welt, denen geht's 1 Million mal schlechter. Wir müssen aufhören, uns die ganze Zeit zu beschweren. So, ihr müsst die Augen aufmachen, Leute. Weißt du, ich meine, das klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, über wenn das ein Rapper wie K1 zum Beispiel sagt, der halt sehr viele Themen wie Champagner und Diamanten und geile Bitches irgendwie immer in seinen Songs verpackt. Aber ich finde, man hat als Rapper auch eine Vorbildsfunktion. Und da rede ich jetzt nicht nur von mir, sondern alle Rapper. Natürlich kann man sein Ding ausleben, auf das man irgendwie spezialisiert ist. Jeder ist ein Prototyp in seinem Gebiet. So, der eine macht Straßenrap, der andere macht diese Playboy-Mucke und lustige Punchlines. Der eine rappt nur über Liebe, der eine ist ein Hipster. Ist kein Problem, aber am Ende vom Tag haben wir auch eine Verantwortung den ganzen jüngeren Kids vor allem gegenüber. Und da muss man auch mal gucken, dass man auch mal einen Song bringt mit Message. Und Rap neigt zum Übertreiben.
So, ich meine, Kollege ist ja auch kein Zuhälter gewesen. So, Bushido ist ja auch nicht im Gefängnis der brutalste Gangsterboss gewesen. So, ich meine, wer das glaubt, ist wirklich geistig behindert, tut mir leid. So, und ich bin auch ganz bestimmt nicht der deutsche LL Cool J. So, das mal vorneweg. Hm. Rap neigt zum Übertreiben. Ganz einfach. Und das müssen die Leute einfach checken. Aber wenn man in einem Interview sitzt, ja, angenommen, ich würde mich jetzt hier hinsetzen und sagen, ey, guck mal, pass mal auf, Erich, du weißt schon, dass ich der größte Playboy bin. Und dass ich deine Frau sofort ausspannen könnte. Dann würdest du denken, okay, der ist wirklich hängen geblieben irgendwie auf MDMA oder irgendwas. So, deswegen setze ich mich hin und würde ich sagen, du kennst meine Freundin nicht. Nein, du weißt, was ich meine. Ich sage, guck mal, Rap ist ein Film. Natürlich sind wir authentisch und das meiste davon hat man noch überlebt, aber man übertreibt natürlich immer gerne. Stilmittel, ganz bewusst. Stilmittel, ja. Entertainment, Punchlines. Die Leute entertainen einfach mit einer Punchline zum Lachen bringen. Verstehst du? So wie bei Dagobert Duck, ich sag, ich habe so viel Geld, dass Leute meinen, ich wohne direkt in einer Bank. Das ist natürlich voll übertrieben, aber es ist doch lustig. So, man kann doch mal drüber lachen, man muss doch nicht alles auf die Goldwaage legen und sagen, ja, aber warte mal, der hat so viel Geld wie in der Bank, wie viel liegen in der Bank? Wahrscheinlich schon 30 Millionen. Der ist nicht real, der ist nicht real, der hat doch keine 30 Millionen. Wie gesagt, wer das denkt, ist behindert. Man übertreibt. Punchlines. Beim Thema müssen wir natürlich einen nennen, der heute auch sein Album veröffentlicht hat, und zwar Flair. Flizzy. Genau, was hältst du so von seiner Musik? Ich meine, Flair macht gute Musik, weißt du? Ich kann den jetzt auch nicht haten, auch wenn der letztens wieder gegen mich gestichelt hat. Ich habe danach auch mit dem telefoniert. Und, was hat er gesagt? Nix. Er sagt, hier, das war ja nichts Schlimmes und so. Ist jetzt nicht so, dass er sich eingeschissen hat, weißt du? Wir reden ja eigentlich voll cool miteinander. Eigentlich haben wir auch gar kein Beef, deswegen verstehe ich auch nicht, warum der manchmal so stichelt. Ich bin aus Berlin weg, kein Problem, aber mit Flair hatte ich nie ein Problem. Ja, also mit Flair war immer alles cool. Deswegen, manchmal bringt er halt dann so Lines, denke ich mir auch, okay, Flair, warum? So, und dann telefonieren wir wieder und dann ist halt easy. Wir sind jetzt keine Freunde, aber auch keine Feinde. Es ist einfach easy, so wie damals. Und wie gesagt, der ist ein guter Rapper. Ich meine, sonst hätte ich nicht mit ihm Berlin's Most Wanted gemacht. Das wäre genauso behindert, wie wenn ein Bushido sich jetzt hinstellen würde und sagen würde, ja, Kay kann ich rappen. So, nachdem er in 1000 Interviews gesagt hat, Kay ist für mich der beste Rapper in Deutschland. So, das wäre genau, als wenn ich sagen würde, Shindy kann nicht rappen. Das ist ja Quatsch. Shindy kann rappen, sonst wäre damals gar nicht mein Newcomer gewesen. So, persönlich ist das wieder eine ganz andere Sache, ob ich ihn mal persönlich mag oder nicht. Natürlich mag ich ihn persönlich nicht. So, aber wenn man jetzt nur darum redet, okay, ob einer rappen kann oder nicht, vom Skill her, dann muss man so ehrlich sein. So. Mhm. Und jeder von uns kann rappen. Der eine besser, der andere schlechter. Aber wir haben ja auch alle zusammen mal Musik gemacht. Und so ehrlich muss man sein einfach, weißt du? Durch diesen Bruch mit Bushido und so hast du natürlich sehr viele Hater bekommen. Aber ich glaube, da sind sich alle Hater einig, so dass du einfach ein krasser MC wirst, dass du einfach richtig krass rappen kannst. Was war denn nach Tag des jüngsten Gerichts? Hat er dann keine Hater gehabt? Ja, noch nicht. Natürlich. Das ist ja, natürlich spaltet ja die Leute. Das hat Bushido ja damals gut gesagt. So, wir sind heute keine Freunde mehr. Wir haben auch nichts miteinander zu tun. So, aber das hat er gut gesagt. Du kannst mit Rap niemanden mehr zerstören. Du kannst mit einem Diss-Track keine Karriere beenden. So, die Leute müssen mal aus diesem Film aufwachen. Du kannst niemanden umbringen mit einem Rap-Song. Du kannst ihm aber natürlich vom Image her schaden. Definitiv. Ich habe ihm auch geschadet. Er hat mir auch geschadet. Kein Problem. Aber am Ende vom Tag geht es uns doch gut. Wir sind Rapper. Jeder von uns hat immer noch seine Shows jede Woche. Jeder von uns lebt durch die Musik. Und deswegen, ich meine, jetzt gerade ist Waffenstillstand, wo ich auch sage, okay, cool. So, ich bin jetzt auch nicht weiter daran interessiert, jetzt noch weiterzumachen. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist jetzt 38. Wenn er jetzt immer noch Bock hat auf Beef, dann ist das natürlich auch ein bisschen fragwürdig. So, ich habe auf jeden Fall in meinem Leben so ein paar andere Sachen, die ich noch zu erledigen habe, außer mich die ganze Zeit mit Rappern zu streiten. Ich finde das ehrlich gesagt auch schade, dass es die ganze Zeit Beef geben muss, egal bei welchem Thema jetzt, bei welchem Rapper. Ich finde, muss halt nicht sein. Wenn es halt so was ganz Persönliches ist, wie bei mir und Bushido damals, dann muss man das natürlich auch behandeln und dann ist auch so ein Diss-Track emotional. Wie seiner und meiner. Kein Problem. Aber einfach so jetzt irgendjemanden beleidigen, bloß um darauf irgendwie zu hoffen, dass der jetzt antwortet, damit ein Album irgendwie abgeht. Ich könnte mich jetzt auch hinsetzen und sagen, guck mal, ich habe noch alte Stories von Berlin, die weißt du gar nicht. So, bloß damit jeder das klickt. Warum soll ich das machen? So, das Thema ist doch schon durchgelutscht, ist doch alles gut. Der hat was gesagt, ich habe was gesagt, der hat wieder was gesagt, ich habe wieder was gesagt. Reicht. Ich glaube, nach Biggie und Tupac ist das einer der längsten Rap-Kriege überhaupt. Jetzt, natürlich war das von den international, aber ich sag von der Länge her, das, Alter, das waren wie 10 oder 20 König der Löwen-Musical. Ich meine, reicht doch, ist doch gut jetzt. Das ist für dich ein Gewinner, der aus der Sache als Gewinner rausgegangen ist? Apple Juice Papen. Lean, musst du sagen. Lean mit Apple Juice. Die Kids zu bedienen. Gibt es für dich einen Gewinner in der Sache?
Würdest du sagen, dass du oder dass Bushido ganz klar als Sieger raus ist? Mann, da gibt's keine Gewinner, weil jeder hat seine Fans hinter sich und meine Fans sagen, ich habe gewonnen, seine Fans sagen, er hat gewonnen. So, wenn ich auf der Straße irgendwo rumlaufe, so, dann treffe ich auch 100.000 Jugendliche, die mir irgendwie Props dafür geben. So, und wenn die den sehen, geben sie ihm dafür Props. Da gibt es keinen Gewinner und keinen Verlierer. Wir haben uns beide hardcore irgendwie beleidigt. Weißt du, ist doch cool, Alter. Reicht. Reicht, wirklich. Guck mal ganz ehrlich, was die ganzen Kids da draußen nicht checken. Leute, wir sind schon alle 30 und über 30. Wir sind nicht mehr die 25-Jährigen, die nichts zu tun haben und sich die ganze Zeit auf Promo irgendwie battlen. So, wir sind einfach 30-jährige erwachsene Männer. So, und wir beleidigen uns hier die ganze Zeit wie 14-Jährige. Und deswegen sage ich, man kann ja auch Battle Rap machen und so. Battle Rap, Punchlines, so ein bisschen dissen ist auch lustig, das ist Rap. So, aber ich meine, das ist jetzt so eskaliert, dass man jetzt so wirklich nochmal so 30-Minuten-Songs macht, Alter. Das ist auch eine Riesenarbeit. Verstehst du? Schreib mal einen Song, der 30 Minuten geht oder 25 Minuten. Schreib das mal. Ja. Dann siehst du, das ist eklig. Das ist eklig. Du hast gesagt, ein bisschen dissen ist witzig. Ein bisschen gedisst wirst du auch auf Vibe. Und zwar, kennst du die Line schon? Flair rappt, also sie im Sinne. Genau. Sie schickt mir K1-Textpassagen und wir lachen über ihn und seine Eskapaden. Ja. Ist, ja, das, okay. Ist das noch witzig oder wie fasst du das jetzt auf? Das war ja auch die Line, auf die ich schon angesprochen habe. Da meinte er, guck mal, ist er Billo. War ja nur so. Denke ich mir, okay, warum? Warum dann überhaupt? Ja. Nur so. Deswegen, guck mal, Flair ist einfach Flair. Ich habe auch keinen Hass gegen ihn. Alles cool. Aber wie gesagt, soll er ja machen. Ist ja kein Problem. Soll ich jetzt darauf antworten mit einem Diss-Track? Aber ich kenne deine Eskapaden mit der und der. Sag mal, Alter. So, lass ihn doch hier. Dann sagt er, okay, Sophia Tomala. Sophia Tomala ist ja auch cool, weißt du? Ich feiere ihre Tattoos zum Beispiel, weißt du? So ein riesiges Rammstein-Tattoo auf dem Arm ist doch cool. Ich verstehe schon. Cool. Wenn wir beim Thema Beef sind, so, wir haben heute den 2.9., wir haben jetzt 7:30, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Vor anderthalb Stunden kam Fanpost 2 raus von Kollega gegen Flair. Also hast du das reingezogen? Ich habe es mir reingeschaut, ja, war natürlich hart. Harte Lines geflogen, klar. Aber wie gesagt, Flair hat auch schon sehr, sehr viel gesagt gegen Kollega. So. Zieht sich auch schon sehr lange. Das darf man auch nicht vergessen. So, das geht ja wirklich schon so lang wie mit mir und Ennis, weißt du? Deswegen. Das ist ja klar, dass irgendwann so ein Echo kommt. Ich meine, Kollege lässt sich das ja auch nicht irgendwie die ganze Zeit gefallen. Gibt es da für dich irgendwie einen klaren Sieger, wo du sagst, der hat auf jeden Fall irgendwie mehr Punkte genommen oder wie auch immer? Ich meine, Flair hat ja noch nicht geantwortet. Zum Abwarten, was der macht. Aber ganz neutral betrachtet. Meinst du, da kommt was? Also ich glaube nicht, dass da was kommt, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht gesehen, muss ich auch dazu sagen. Ich habe gerade gesehen, dass Flair irgendwie den Song sperren lassen hat. Da steht irgendwie vom Maskulin gesperrt, wenn man da auf YouTube geht. Wahrscheinlich Bildmaterial oder so genutzt. Ja, ist aber auch eklig. Guck mal, machst du ja einen Monat lang Arbeit an einem Diss-Track und auf einmal wird da irgendwie 5 Minuten. Aber in der gleichen Situation warst du auch mit Bushido. Ja, der hat meinen Song sperren lassen. Also, oder hier. Aber dazu komme ich später noch, will er jetzt nichts vorwegnehmen. Also es gibt für dich keinen Sieger soweit zwischen Flair und Kollega? Mann, wie gesagt, einen Sieger gibt es, wenn Flair einen Song zurückmacht. Aber ey, dass Kollega einfach einer der krassesten Punchliner überhaupt im Land ist, weißt du, darüber müssen wir gar nicht reden. So, der hat ja unnormale Lines einfach. Mhm. Also wirklich, die Lines zu nehmen, das ist Hardcore. Also der ist lyrisch so stark und da muss er einfach von jedem Rapper in Deutschland die Props bekommen. So. Was ist denn für dich wichtiger, so dieses Mathematische hinter Kollegas Texten oder die Realness und dieser Vibe von Flair, den er einfach, er fährt einfach diesen einen Film, den Kollege halt nicht fährt, weißt du? Und was ist für dich wichtiger? Sagst du einfach, Lines sind stärker? Aber wer sagt denn, dass Kollega nicht real ist? Kennt ihn irgendjemand von den 100.000 Leuten, die ihn in Deutschland hören oder 200.000, die die Platte kaufen? Nein. So, kennt irgendjemand von denen Flair persönlich? Nein. Wer kann entscheiden, wer real ist und wer nicht? Weg. So, warum ist jetzt Flair realer als Kollega? Verstehst du? Die Leute können das nicht einfach so behaupten. So, das ist eben das Ding. Man muss ja auch dazu sagen, Flair sagt ja auch nicht, dass er Zuhälter ist. Und, ja gut, aber Flair sagt auch, der ist Pablo Escobar und vertickt Koks. Und in einem anderen Interview sagt er, er hat noch nie Koks vertickt. Verstehst du? Wie gesagt, ich würde gar keinen von denen angreifen. Aber lyrisch ist Kollege einfach 1 Milliarde mal krasser. So, das ist einfach so. Weißt du? Ich feiere ja seine Songs, der weiß auf jeden Fall, wie man spittet. Und richtig komplex und brutalste Reimketten. Flair hat natürlich auch krasse Songs mit Emotionen, weißt du? Aber ich positioniere mich da nicht. So, ich bin einfach so Zuschauer, ich gucke mir das an. Weißt du, Beef ist für mich so eine Sache, das
Dann hast du auch keinen Druck und wieder Spaß an der Musik. Ja. Ja, schließt sich der Kreis. Ich guck mir das an, ich habe das auch mit Rata und Casey gesehen, weißt du, aber wie gesagt, ich positioniere mich da nicht und sag, okay, das finde ich cooler, das finde ich schlechter, weil das erzeugt dann immer negative Energie, weißt du. Und deswegen, das ist alles eine Sache, das sollen die zwischen sich ausmachen. So, ich hatte meinen Beef schon. Wenn der Beef irgendwann weitergeht, dann geht halt weiter. Ich habe keinen Bock drauf. Aber ich bin auch keiner, der irgendwie Schwanz einzieht. So, wenn es losgeht, dann geht's halt los. So, das weiß ja auch jeder bei mir. Warst du nicht auch Angst, dass es genauso ausarten könnte wie jetzt bei Casey und Trata? Bei mir jetzt? Ja, bei dir in Bushido. Ach, Quatsch. Also man kriegt das ja als außenstehende Person nicht mit. So, aber ich habe zum Beispiel ein paar Leuten gesagt, so dass ich unter anderem meiner Mutter, schöne Grüße an meine Mom. Ich habe gesagt, so dass ich zu K1 heute fahre. Und die so, oh Gott, pass auf dich auf. Ja, so, weil die kriegt nur das mit, was wirklich in den Massenmedien, weißt du, vorkommt. Und ich habe eine Frage an dich. Ja. Aber denk mal genau drüber nach, bevor du antwortest. Thema Polizeischutz zum Beispiel. Sie ist ja okay, der ist unter Polizeischutz und jeden Tag Polizei unterwegs. Wie viele Bilder hast du gesehen mit mir und der Polizei? Also, ich wirklich keins, aber ich habe gehört... Natürlich, eins ist doch die ganze Zeit rumgegangen. Ein Foto, was bei DSDS gemacht wurde. So, und warum ist die Polizei da gekommen? Das war auch hier bei Bushido seinem Diss-Track. Warum ist dieses Bild zustande gekommen? Weil DSDS da in Berlin war, okay, und die Polizei sich selber zugeschaltet hat. So. Weil die wussten, wir sind verstritten und die wollten einfach gucken. Warum gibt es nicht, sagen wir, 5, 6 andere Fotos noch mit mir und irgendwelchen Polizisten? Hast du dich das schon mal gefragt? Guck mal, die einzige Story, die ich kenne, ist, dass du irgendwie einen ehemaligen Polizisten irgendwie als Security oder so angestellt hast. Die Story kenne ich. Ja, okay, aber der ist ja kein Polizist mehr gewesen. Der hat doch mit der Polizei gar nichts zu tun. Der ist ein Security, der damals mal als Polizist gearbeitet hat. Das heißt doch nicht, dass er jetzt Undercover LKA-Agent irgendwie ist. So, es ist ein Ex-Polizist, der ein eigenes Security-Unternehmen gegründet hat und für mich dann gearbeitet hat und halt eine Waffe irgendwie tragen durfte. So, mein Gott. Weißt du? Ja. So, aber... Die einzige Story, die ich kenne. Das ist eben genau das Ding. Dass dann ankam, ey, Polizeischutz. Wer von euch hat mich denn schon mal mit 100.000 Polizisten gesehen? So. Also da auch war mal ganz kurz zu sagen, so hier ist auch nirgends ein Polizeiwagen, also wir chillen hier im Hotel, so hier ist nichts. Ja. Da sind ein paar Freunde dabei, so, die wahrscheinlich auch für dich Schutz machen, aber ansonsten... Ein einziger ist dabei, der Schutz macht. Ich bin nicht hier einer von den Gangster-Rappern, die mit 10.000 Leute bei Out for Fame irgendwie reinlaufen, weißt du, oder beim Splash oder beim Hip-Hop Open. Ich habe einen einzigen Security dabei, mit dem ich sogar aufgewachsen bin. So. Guck mal, die Relation von den anderen und zu mir. Und deswegen, dieses Thema wurde so heiß gemacht mit Polizeischutz. Alter, es gibt ein verficktes Foto. Ein verficktes Foto in Berlin bei DSDS mit Polizeischutz. Und dann heißt es, okay, der läuft nicht mehr ohne Bullen rum. Alter, weißt du, wie viel das kostet, so ein Polizeieinsatz, wenn ich Polizisten begleiten? Das kostet bestimmt, keine Ahnung, 5.000 bis 10.000 Euro jedes Mal, wenn da so eine Horde dabei ist. Ja, ich wollte auch gerade sagen, so, es gibt auch ganz andere Stories. Also ich in meinem persönlichen Freundeskreis kenne ich Leute, die wirklich bedroht wurden. Auch Mädels von Ex-Freunden und so weiter. Die Polizei macht nichts. Da muss wirklich was richtig Krasses passieren, dass jemand vorbeifährt. Mann, das ist Propaganda der Medien, das wurde einfach so hochgekocht, weißt du? Mir war das einfach zu blöd, dann irgendwann drauf zu antworten. Ich mir gedacht, Alter, checken die Leute das denn nicht? Wenn ich, angenommen, ich hätte irgendwo jetzt eine Show und da stehen jetzt überall Polizisten dabei, ja, dann wären doch schon 1 Milliarde Bilder im Internet aufgetaucht. K1 mit der Polizeicrew. Warum gibt's denn das nicht? Ich denke, das Internet vergisst nicht. Es muss doch irgendeiner mal was fotografiert haben. Und ich meine, das ist ja schon auffällig, wenn ein Rapper irgendwie zu jedem Auftritt mit Polizisten hinkommt. Mhm. Oder irgendwie beim Shoppen in der Stadt ist. Mhm. Ja, jeder hat heute ein Smartphone. Da wäre doch schon längst ein Foto gekommen. Das war ein verschissenes Bild, was dann so groß gemacht worden ist. Polizeischutz. Wegen einem Bild. Wow. Verstehst du? Ja gut, da wird ja auch immer versucht, so bei so einem Beef, da wird ja immer versucht, dreckige Wäsche zu waschen, da wird versucht, irgendwie so irgendwas aufzudecken und da wird dann nach Schwächen gesucht, weißt du, da wird ja nach irgendwas gesucht, was dich ein bisschen verrät, was dich ein bisschen schlecht, genau, was dich halt schlecht dastehen lässt. Und wenn sowas ist halt eher gefundenes Fressen dann. Definitiv war das gefundenes Fressen, aber wie gesagt, guck mal, du siehst mich hier, du wirst mich auch heute Abend sehen, du kommst da mit, so, weißt du, natürlich haben wir 1 Milliarde Kollegen, aber ich komme nicht einmal Polizei und 100.000 Securities. Ja. Mein Gott. Als Außenstehender kriegt man das alles nicht mit. So. Und ich habe dich auch gestern erst kennengelernt, so heute persönlich, weißt du? Beziehungsweise nee, auf dem Out for Fame haben wir kurz gequatscht. Aber so, ja, man kriegt das halt nicht mit von außen. Man kennt halt nur die Stories und ja, deswegen ist es überraschend. Ja, ey, wie gesagt, Realität
Und dieses ganze Virale und Fernsehen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich muss auch, guck mal, ganz ehrlich sagen, ich muss dir auch persönlich Props geben, weil ich habe dich, wie gesagt, ich habe noch nie mit dir gesprochen. So, das Einzige, was ich kenne, ist, dass ich ein bisschen so die Fühler ausgestreckt habe nach eurem Camp. Da kam keine Antwort. Und als wir jetzt das erste Mal, wir haben so ein bisschen auf WhatsApp so ein paar Nachrichten hin und her geschickt und so auch ein paar Sprachnotizen und so. Ich habe dich einfach viel netter und sympathischer und kennengelernt, weißt du, als ich dachte. Weil man sieht dich halt immer im Blitzlicht, man sieht dich mit Sonnenbrille, man sieht dich, weißt du, im Champagner, man sieht dich in Models und so weiter. Und man hat halt auch, man kennt die Stories von Bushido, man kennt die Stories halt so ein bisschen, die dich so ein bisschen schlecht machen sollen. Und man hat halt automatisch ein anderes Gefühl von dir oder ein anderes, man lernt dich anders kennen, als wenn man dich persönlich trifft. Hast du mit solchen Vorurteilen zu kämpfen? Definitiv, aber ich glaube, das hat jeder, der irgendwie einen großen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Aber ich sag dir ganz ehrlich jetzt mal, ja, guck mal, ich habe nichts anderes. So, ich habe keine Lehre, ich habe kein Abitur, ich habe keine Ausbildung, ich habe keinen richtigen Abschluss, so, ich habe nichts. Das Einzige, was ich habe, ist mein Talent zu rappen. Und bloß weil ich jetzt Musik mache und dadurch ins Fernsehen komme oder bei YouTube krass gestreamt werde, bin ich doch jetzt nichts Besseres als jemand, der irgendwie vor einer Toilette sitzt und da Geld einsammelt. Oder ich bin doch nichts Besseres als die Frau irgendwie in der Bäckerei oder ich bin nichts Besseres als der Feuerwehrmann. Verstehst du, bloß weil die nicht im Fernsehen sehen, bloß weil die nicht im Fernsehen sind, okay, das macht doch ihre Berufe nicht schlechter. Jeder von uns guckt doch am Ende vom Tag, dass er Geld auf den Tisch bringt. So, und das ist eben dieses Krasse, diese Magie, sobald einer im Fernsehen ist und es halt irgendwie paar Millionen Leute gleichzeitig sehen, denkt man gleich, diese Person ist was Besseres oder hält sich für was Besseres. Ich meine, es gibt genug, die sich für was Besseres halten, aber für mich ist das ein ganz normaler Job und weil ich nichts anderes kann, mache ich das halt. Weil ich nur so meinen Kühlschrank füllen kann. Und das macht mich aber nicht zu einem besseren Menschen. Weil am Ende vom Tag so, nimmst du eh nichts mit. Du nimmst gar nichts mit. Nimmst deine fette Uhr nicht mit, deine teuren Autos nimmst du nicht mit. Das Einzige, was du mitnimmst, sind deine Taten. So, und dann bist du am Tag des jüngsten Gerichts. Mhm. So. Und mit was willst du dich dann irgendwie profilieren vor Gott? Zu sagen, okay, ich habe 3 Lamborghinis gekauft und ich hatte eine Diamantenuhr. So, das zählt nicht. Da zählen deine Taten. So, wie hast du die Klofrau behandelt? So, du hattest irgendwie 10.000 Euro Cash gerade von einem Auftritt in der Tasche. Hast dir immer irgendwie 500 Euro gegeben, weil du irgendwie ein schlechtes Gewissen hattest, weißt du? Dass es Leute gibt, denen es schlechter gibt. Das macht einen Menschen dann aus. So, ich hätte mich auch jetzt die letzten Jahre die ganze Zeit damit brüsten können, dass ich irgendwelche Charity-Aktionen begleite und hin und her. Mach ich auch nicht, verstehst du? So, wenn Leute denken, dass ich ein Arschloch bin, dann sollen die das denken, mein Gott. So, ich selber für mich weiß, ich kann in den Spiegel schauen und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Was Leute über dich denken, es wird immer Leute geben, die dich hassen. Ich glaube, du wirst mir jetzt nicht eine prominente Person auf der ganzen Welt nennen können. Eine prominente, eine bekannte Person, die von allen geliebt wird. Ohne mich mit Leuten wie Mahatma Gandhi oder Madonna oder Michael Jackson oder Michael Jordan zu vergleichen, okay? Mhm. Aber nenn mir eine Person auf der ganzen Welt, die bekannt ist und von allen geliebt wird. Mhm. Ja, stimmt schon. Es gibt keine. So, und ich meine, diese genannten Personen und ich, das sind Universen dazwischen. So, aber selbst bei mir ist das so, ich habe eine große Reichweite. Ich habe 4 Top-10-Alben in Folge und über 200 Millionen Hits bei YouTube. So, das sind auch schon amerikanische Verhältnisse. Aber trotzdem sitze ich doch nicht hier und sage, ey Erich, ich wichse mir jetzt vor dir ein und ich bin so krass cool. Ich bin der Übermac und boah, verstehst du? Umso krasser ist es zu sehen, wie Beef einfach so deine Persönlichkeit formen kann. Die Leute denken, die kennen dich, aber die kennen dich halt wirklich überhaupt nicht. Weißt du, bloß weil es jetzt jemand sagt oder weil es jetzt 2, 3 Personen sagen, ist halt, für mich war das halt sehr überraschend. Und ich versuche immer so an, also völlig ohne Vorurteile so an so eine Sache ranzugehen und jemanden auch wirklich kennenzulernen. Aber ich persönlich musste echt mal schlucken, muss halt denken, so Dicker, du hast ihn ganz anders eingeschätzt. Ja, natürlich, man ist da auch krass vorbelastet. Ich meine, man hört da irgendwie einen 10-Minuten Song über mich, wo es halt wirklich bloß darum geht, dass ich jeden Tag besoffen bin, Alter. Und auf Kokain und was weiß ich. Ich gucke mir das selber an und denke, okay, ich meine, ich bin kein Engel. So, jeder von uns hat Scheiße gemacht und jeder von uns hat Sachen ausprobiert. Aber ganz ehrlich, ey, das ist ein bisschen überzogen. So, das ist schon Hollywood-reif. Aber mein Gott, jeder muss sich am Ende vom Tag sein Bild selber über jemanden machen. So, ich mach das auch, wenn mir über eine dritte Person gesagt wird, der ist voll arrogant, sag ich, guck mal, du brauchst gar nicht weiterreden, weil der sitzt nicht am Tisch. So, ich mach mir mein eigenes Bild, jetzt habe ich gehört, wie du über den denkst, ist auch cool, aber ich mach mir jetzt mein eigenes Bild. Und ich finde, das sollte man allgemein so machen. Scheiß mal jetzt auf Rap und lass mir diese ganze Blitzlichtkacke weg. So, man muss sich immer ein eigenes Bild über eine Person machen und nie sich versuchen lassen zu beeinflussen von irgendwelchen Leuten, die einfach Hass streuen wollen. Und, klar, ich meine, wenn ich jetzt...
auf deine WhatsApp-Nachrichten irgendwie wie so ein richtiger Bastard reagiert hätte. Ich sagte, was Erich, was bist du für ein Erich, alter Manfred? So, dann kannst du sagen, okay, der Typ ist wirklich ein Bastard. So, das ist voll unverschämt. Ich habe ihm ganz normal geschrieben, so, und der verarscht mich wegen meinem Namen. So, verstehst du? Du weißt, was ich meine. Ja, ich verstehe schon. So, auf behindert einfach. Ja. Aber mein Gott, Alter. Guck mal, wir sind auch ganz normale Leute. So, ich bild mir einen Scheißdreck auf irgendwas ein. So, wir sind wirklich den ganzen Tag nur am Lachen. Das wird halt immer so hingestellt, okay, K1, der fliegt wahrscheinlich jeden Tag nach Südfrankreich. K1 ist die ganze Zeit Bottles am Poppen und hier ist Best Friends mit Karl Lagerfeld, von dem er auch die Frauen dann immer bekommt. Alter, sag mal, meint ihr das ernst? So, ich meine, klar, ich habe diesen Marken- und Playboy-Rap etabliert. Ich meine, du kannst mir keinen nennen, der das vor mir gemacht hat in Deutschland. Egal, wer über Moët, Moncler, Gucci, Versace, nimm mal einen, der das vor mir gemacht hat. Das hat keiner gemacht. Deswegen, wenn heutzutage einer ankommt und jetzt irgendwie 20 Marken aneinander reimt, dann sagt man gleich, okay, der macht auf K1, verstehst du? Fängt auch an mit Bottles und hin und her. Aber genauso hat ein Bushido dieses Street-Ding so etabliert, also als erster Kommerzieller. Ich meine, davor gab es auch Leute wie Moses Pelham und so, muss man auch sagen, weißt du? Azad war lange davor schon im Street-Bereich so aktiv, aber Bushido war der Erste, der es halt so für die ganz große Masse so breit gemacht hat, dieses Gangster-Rap-Ding. Und Sachen wie Picaldi, Air Max, was hat er noch, Cordon Sport, so, die werden ja mit ihm assoziiert. So, und so hat jeder von uns einfach sein Gebiet, wo er einfach sich etabliert hat. Und ja, Mann, ich weiß gar nicht, was die Frage war. Ist auch egal, weil wir spannen jetzt nämlich den Bogen zum nächsten Thema. Ja. Denn jemand, der eigentlich öffentlich auch sich nicht als Bushido-Fan outet, ist Manuelsen. Der ist auch auf deinem Album. Und wie ist euer Song entstanden? Ich muss dazu sagen, Manuelsen und ich hatten lange keinen Kontakt. So, bei uns gab es auch Reibereien und alles, weißt du. Aber wie gesagt, das war Pillepalle. Das waren Sachen, wo ich auch so übertrieben habe, wo einfach nicht cool waren. Wo ich mir auch ganz lange gedacht habe, wenn der mich mal dafür erwischt, der wird mich wirklich zu Brei hauen. Und ey, der Typ hatte so eine Hand. Verstehst du, das ist kein Spaß. So, da ist nichts mal eben mit, verstehst du? Ich war mit ihm im Boxring, weißt du? Ich hab das gesehen. Ich weiß, was er für Hände hat. Ja, ja, deswegen, das sind Pranken. Ja. So, und der haut dich tot einfach mit einem Schlag, so. Also, lass mal die Handschuhe weg, der haut dich tot mit einem Schlag. So, und ich habe mir lange gedacht, okay, ich bin frech gewesen, ich Idiot. Und eigentlich ist auch so richtig behindert, die Aktion, weil Manuel und ich kennen uns so lange, Alter. Der war damals schon bei mir in Ravensburg sogar zu Hause, als mein kleiner Bruder noch so groß war. Und wir waren bei der Joe and Dream Zeit zusammen. Und deswegen von mir einfach so eine läppische Aktion, das war nicht cool. Und irgendwann habe ich mir halt dann gedacht, okay, eigentlich musst du mal mit Manuel reden, weil ihr kennt euch so lange und der hat so ein scheiß Bild jetzt von dir. Bloß weil du damals hier mit Ennis so gestichelt hast. Komm. Und dann habe ich halt den Kontakt zu ihm gesucht und habe gesagt, ey, weißt du was? Ich bin nicht wie ein Pisser hingegangen. Okay, ich bin nicht wie ein Pisser und gesagt, ey, voll Paranoia, ey, Manuel, hau mich bitte nicht. Ich habe gesagt, ey, lass mal quatschen, war nicht cool damals. So, von mir aus scheiße und ich will mich dafür entschuldigen. War nicht korrekt, weißt du? Das Ding ist, der Pott, das ist ein Dorf. Man trifft da jeden irgendwie mal. So, man trifft jeden. So, und das ist doch einfach scheiße, wenn man sich dann auf Zufall sieht und dann, weißt du, da muss ich irgendwie, keine Ahnung, Alter, aus der Disco rausrennen, wenn ich den dann sehe und der haut mich da mit seiner riesen Hand einfach so weg. Dann sag ich doch lieber, weißt du was, guck mal, war eine scheiß Aktion, ich bereue das auch. Und bevor es irgendwann richtig knallt von seiner Seite, ich entschuldige mich. Nein, mach ein bisschen Spaß, also wie gesagt, wir sind cool miteinander, weißt du, und ein super, super lieber Typ, aber kannst halt nicht mit ihm ficken. Und Manu ist halt der liebste, gut erzogenste, loyalste Typ überhaupt und er behandelt jeden von klein bis groß mit Respekt, aber wenn du halt den versuchst irgendwie anzupissen, dann kackt er dir auf den Kopf. Krass. Ja. Ich mag den richtig krass, wirklich jetzt. Und der Song, ja, wir haben halt gechillt, danach haben wir gechillt, wir waren zusammen im gleichen Studio mit Gorex und so. Und am Anfang haben wir halt Songs für andere geschrieben. Er ist auch ein begnadeter Genau, Song, das hat er auch selbst gesagt. So, kannst du da näher drauf eingehen, für wen er da geschrieben hat? Er ist halt hardcore musikalisch. Also die Leute, die jetzt denken, okay, der ist halt bloß ein Gangster-Rapper, der halt jeden irgendwie platt macht und so. Das ist falsch. Manu ist halt einer der begnadetsten Songwriter überhaupt in Deutschland und auch Musiker. Musst du ganz ehrlich sagen. Und er hat Hardcore-Talent, auch für andere Leute Sachen zu schreiben. Und ich bin halt auch Songwriter. Und ja, so haben wir uns da halt wieder im Studio gefunden und gesagt, ey, komm, lass einfach mal viben und jam. Ja, dann haben wir krasse Sachen für andere Leute geschrieben, die auch rauskommen jetzt werden. So, und irgendwann haben wir gesagt, ey, weißt du was, lass mal hier wieder zusammen Mucke machen. Habt ihr so richtig für andere Rapper geschrieben oder habt ihr irgendwie so ein Pop-Business irgendwas gemacht? Pop-Business, oder? Alles mögliche. Rapper jetzt nicht.
Aber kommt vielleicht noch. Wenn ihr Songs geschrieben haben wollt, kommt zu mir, Manuel. Wir machen euch was Cooles. Du hast Jam Dream angesprochen, beziehungsweise nein, ich spreche jetzt Jam Dream an. Wir haben über Manuelsen gesprochen, du hast gesagt, du kennst ihn schon sehr lange. Mhm. Ihr habt euch kennengelernt in dieser Jam Dream Zeit in Köln, damals mit Echo. Echo hat jetzt in einem Interview vor kurzem gesagt, so vor ein paar Monaten, dass du quasi dafür verantwortlich bist, dass Jam Dream nicht mehr existiert. Dass du mit deinem Weggang sozusagen Jam Dream zerbrochen hast. Wie siehst du das denn selbst? Ja, für mich ist das totaler Quatsch natürlich. Ich kann dir auch sagen, warum. Also wenn man ein bisschen nachforscht im Internet, dann sieht man, dass Echo zu der Zeit, wo alle gegangen sind, in Berlin war, bei Ennis. So, und da war gar nichts mehr mit German Dream. Da gab es keinen Grambranks mehr. So, die einzigen, die da halt noch gechillt haben, war ich und Hakan Abi und Gökhan, also G-Style. Aber von den anderen war da nichts mehr zu sehen. So, und da muss man halt auch so offen und ehrlich sein. Man kann nicht sagen, ey, Kay ist jetzt gegangen. Und wie kann es denn sein, dass ich German Dream zum Einstürzen bringe? Bin ich jetzt für ganz German Dream verantwortlich oder was? So, okay, laut Echo war das ja so eine Unit. Weißt du, so eine Riesengruppierung, alles cool. So, und die bricht jetzt zusammen, weil einer geht, der eigentlich als letzter dazu gekommen ist. Deswegen bricht das intern zusammen, weil einer geht. Das ist totaler Schwachsinn. Wie kann es denn wegen mir alles auseinandergehen? Die waren doch da vor mir schon alle befreundet. So, muss man auch mal ein bisschen logisch denken. Okay. Also, spannend. Ich überlege gerade, wie ich den Bogen spanne, aber den kann ich nicht so logisch. Ja, aber beantworte mir doch mal die Frage. Ja. Das ist eine feste Gruppe, German Dream. Ich bin als letzter dazugekommen. Und er sagt, weil ich gegangen bin, ist alles zusammengebrochen. Vielleicht hat es auch mal ein bisschen an ihm gelegen, so, weil Sachen einfach nicht so funktioniert haben. So, ich will auch gar keinen Hass jetzt gegen Echo streuen. Ich habe gegen ihn nichts mehr. So, ich habe ihn doch beleidigt bei Tag des jüngsten Gerichts. So, der hat auch noch seinen Senf irgendwie zurückgegeben beim Interview. Mann, Alter, ich glaube, Echo hat auch andere Sorgen, außer jetzt hier so ein Interview jetzt hier nochmal, weißt du, zu rechtfertigen. So, ich habe keinen Hass gegen den Jungen. Der soll sein Ding machen und so. Weißt du, wir haben auch lange miteinander gearbeitet. Aber mir jetzt die Schuld dafür geben, dass German Dream auseinandergebrochen ist, kann er nicht. So, weil, wie gesagt, da waren noch wirklich 5, 6, 7 andere noch mit am Start. Und ich glaube nicht, dass die jetzt alle sich von Echo abwenden, weil ich gegangen bin. Mhm. Das ist genauso, ist auch selbe in Grün mit Erst guter Junge. So, ich meine, die Leute reden darüber, komm, okay, ist weggegangen von Erst guter Junge. Und hier hat Ennis im Stich gelassen, weißt du, nicht cool. Nacht- und Nebel-Aktion. Was denn mit den anderen 1000 Rappern und Produzenten? Ich frag dich jetzt mal, du bist doch ein Hip-Hop-Journalist. Mhm. Also kennst du dich auch in dieser Materie aus. Was ist denn mit Screwholic, Produzent? DK, Produzent. Ja, was ist mit Summer Jam und Echo, nice, die auch da ihre Sachen rausgebracht haben? Was ist denn mit Jacuzza? Was ist denn mit Zart? Ja. Was ist denn mit Debo? Lass mal mich weg, okay. Verräter 31er, hier nach der Nebelaktion, abgehauen mit Shindy. Kein Problem. Was ist mit den anderen? Lass mal über die reden. Was ist mit denen? Ich kann dazu leider gar nichts sagen, weil ich kenne die Hintergründe nicht. Ich weiß nicht, was da in den geschlossenen Räumen passiert ist, weißt du? Das weiß man nicht, aber ja, es ist halt Fakt, dass alle weg sind. Ne? So, muss man ja so sagen. Ist Fakt. Und die sind alle jetzt 31er und Zinker und Verräter und nach der Nebelaktion abhauen? Mhm. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass es bei dir und Bushido, dieser Split so groß wurde, weil man das Gefühl hatte und es auch ja von Bushido oft und auch von dir bestätigt wurde, dass ihr halt wirklich sehr enge Freunde wart. Und ich glaube bei den anderen, das waren halt einfach Künstler, die beim gesigned waren, so die sind weggegangen, es gab einen Split, so musikalisch fertig. Darum geht es mir doch gerade gar nicht. Es geht doch darum, selbst wenn das eine nur musikalisch war und das andere privat und persönlich war, okay, dann ist halt geschäftlich da bei den anderen was nicht gut gelaufen, sonst wären sie doch noch da, oder nicht? Mhm. Danke. Ja. Muss ich ja so sagen. Ja. Ohne jetzt die Hintergründe zu kennen. Guck mal, wie gesagt, du sollst voll neutral sein und ich will gar nicht gegen Bushido jetzt hetzen. Das ist das Letzte, was ich will. Aber wenn man halt bei dem Thema mal sind, weißt du, wie gesagt, kein Hass jetzt, einfach nur ganz ehrlich, man kann nicht nur sagen, K1 ist gegangen. Dann sag auch bitte, erwähne in diesem gleichen Atemzug mit, dass auch wirklich 10 andere Leute mitgegangen sind. Und vielleicht war das aber auch, Moment, vielleicht war das aber auch die Entscheidung von Bushido. Beziehungsweise vom Label, dass sie sich von den Künstlern getrennt haben, weil die vielleicht nicht recouped haben oder nicht genug verkauft haben oder. Bist du fertig? Ja. Wow. Jacuzza hat 60.000, 70.000 Platten verkauft. Zart auch. Weiter? Ja, erzähl. Das war's dann schon. Ja, dann hat es aber trotzdem, vielleicht ist die Entscheidung ja von Bushido ausgegangen, dass er gesagt hat, mit denen will ich nicht mehr zusammenarbeiten. Mag sein, aber, verstehst du, wenn man sich mit so vielen Leuten streitet, dann kann man nicht nur K1 als Buhmann in Deutschland hinstellen und sagen, ey, nur K ist jetzt hier der Schlechte. Muss man ganz ehrlich sagen, egal was zwischen mir und Bushido vorgefallen ist, weißt du, das ist scheißegal, aber es gibt noch andere Leute, die da waren und komischerweise sind wir alle weg und der Einzige, der heute noch da ist, ist jemand, den ich aus dem Süden mitgebracht habe. Real Talk. Ja, und Ali ist ja auch noch jetzt am Start. Hallo, Ali ist der Cousin von Arafat und der war schon da und der hat ja früher nicht gerappt. So,
Das ist ja Quatsch. Ich kann jetzt auch zum Beispiel sagen, okay, du machst gerade das Interview mit mir, vorhin habe ich ein Interview mit dem Hausmeister vom Hotel gemacht. Das wäre genauso ein beschissener Vergleich. Weißt du, was ich meine? Ja. So, weil der Hausmeister macht ja keine Interviews. Ja, ja. So, weil er das ja nicht gelernt hat. Und Ali hat ja auch nicht gelernt zu rappen. So, und da muss man einfach eben so ehrlich sein, ohne sich zu positionieren, aber als Journalist muss man so ehrlich sein und sagen, guck mal, okay, in dem Punkt muss ich dir recht geben, so egal, ob du jetzt mit Bushido privat warst und die anderen geschäftlich mit ihm waren, im Endeffekt seid ihr alle heute nicht mehr da. So, und das muss ja an irgendwas gelegen haben, egal, ob es von Bushido ausging oder von denen, aber es muss an was gelegen haben, weil es ist keiner mehr von uns da. So, aber wie gesagt, kein Hate gegen Ennis jetzt, weißt du, lasst mal das Thema zumachen. Weil es gibt auch so ganz viele andere spannende Themen. So, ich setze mich auch nicht hin und sage, ey Leute, der ist voll der Wichser und was weiß ich. Das hatten wir doch alles schon. Verstehst du? Aber interessiert halt immer noch viele, was da damals passiert ist. So, aber ich will keine dreckige Wäsche irgendwie mehr waschen. Das wurde schon zu viel gesagt und es wurde sich zu viel beleidigt und lass gut sein. Yes, Freunde, an dieser Stelle splitten wir einfach mal das Interview, weil wir schon über eine Stunde haben. Ich würde sagen, morgen zieht ihr euch das nächste Interview rein. Den zweiten Teil gibt es morgen auf hiphop.de. Yes, sir. Check, die letzten Worte gehören dir so. Lean? Bringst du eigentlich Lean? Nein, Alter. Nein. Guck mal, vielleicht kriegen wir heute Abend noch auf der Release-Party Lean für K1 ran. Aber in New York machen die das wirklich, ey, die sind so behindert. Ohne Spaß, die trinken in New York einfach. Ja, frag mal Falk Schacht, ey, die trinken auch hier Lean. Ja, aber ganz ehrlich jetzt, das ist so Medizin. Ja. Verstehst du? Du kannst doch nicht einfach Medizin, Alter, in deine Sprite reinmischen. Bloß weil es irgendwelche Amerikaner machen und dazu so tanzen. Bei denen sieht das ja cool aus. Aber hier in Deutschland, Alter, der eine wohnt in Buxtehude. Irgendwie, keine Ahnung, der Harald. Okay, der 14-jährige Harald, und der läuft jetzt da an die Bushaltestelle, wo alles so grün bewachsen ist, okay, morgens irgendwie um 7 und geht in die Schule mit Sprite mit Lean, okay, du Hurensohn, du verdammter Hurensohn, sorry, also jetzt nichts gegen seine Mutter, aber du bist dann Hurensohn, so warum, bloß weil du das jetzt gesehen hast in irgendwelchen Interviews von irgendwelchen Freestyle-Battles da und irgendwelchen Cyphers, Alter, das ist nicht cool. Du kannst nicht einfach so Hustensaft trinken, wenn du gesund bist, okay? Der Hustensaft ist dazu da, wenn du krank bist und hustest. Ja. So, das musst du verstehen, du Bastard. Das kannst du nicht einfach so nehmen. Das steht auch bei der Packungsbeilage. Sonst kriegst du irgendwelche Schäden, das ist so. Mal gucken, was für Nebenwirkungen das hat, bevor man es nimmt. Ja, ich meine, Moneyboy hat es auch gemacht, aber dem, man checkt das Entertainment, das ist cool, weißt du? Der hat eh auch ganz andere Probleme. Stimmt das, dass er gerade Entzugsklinik ist? Oder das weiß ich nicht. Ich habe heute Bilder gesehen, aber dazu kann ich nicht sagen. Ja. Wie gesagt, an dieser Stelle, wir werden gleich noch über LG reden. Wir werden über, was habe ich hier noch? Wir werden über Manuelsen noch reden. Wir werden auch noch ein bisschen über Bushido reden, über Shindy, über APMC. Ja, einfach zweiten Teil reinschauen. Wir sehen uns morgen. Checkt Case neues Album ab. Skrrr!